Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute mal zu einem etwas anderen Video. Ihr seht schon, Max in Realität zusammen mit Ron. Ja, Ron werdet ihr unter anderem auch bei der Gamescom sehen und allgemein jetzt in weiteren Videos. Ich muss mich übrigens daran gewöhnen, nicht in diesen Bildschirm zu gucken, sondern in diese Linse. Ja, da muss ich mich, glaube ich, wirklich noch dran gewöhnen. Aber egal, heute ist der letzte Spieltag der Bundesliga. Das heißt, heute entscheidet sich so gut wie alles. Ne? Hannover gegen Freiburg, Hamburg gegen Schalke, Paderborn gegen Stuttgart und Hertha gegen Hoffenheim. Ne? Hoffenheim. Wenn wir Pech haben, steigen wir ab. Wenn wir Glück haben, bleiben wir drin. Wenn wir Pech haben, gehen wir in die Relegation. Alles möglich. Wir sehen nachher auch noch den Marcel Scorpion. Marcel zu dem Scorpion natürlich. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir in Hannover sind. Was geht, YouTube? Ja. So, ich habe Marcel gefunden, das ist er. Wir sind gleich an dem Ort, wo ich das erste Mal das gesagt habe. Wo das erste Abonnententreffen hat. Ja. Stimmt. Stimmt, das war ja da. So, Marcel hat noch kein Ticket, Marcel ist nämlich bestens vorbereitet. Ja, natürlich kein Ticket, kein Ticket braucht man auch nicht. Eigentlich nicht, ne. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin, in der Hand zu kriegen. Ich habe nicht mal Geld, ich habe nicht mal Bargeld dabei. Kannst du Karte zahlen bestimmt irgendwo? Ja, wahrscheinlich. Kommt jetzt jemand und sagt, ich verkaufe ein Ticket. Musst du auch Karte bestimmen. Aber sonst, ne? Aber Hannover wird sowieso nicht abstrengen, das weiß ich schon. Und
Wolf, ne? Warte, cooler Move. Nach, beziehungsweise 19 nach. Wir sind immer aus der Menschenmasse raus, was ganz schön ist. So. Im Endeffekt kann man sagen, Saison. Viele Stadionbesuche. Bei mir noch mal ein paar mehr als bei Ron. Selten gewonnen. Aber die letzten beiden Spiele immerhin. Von daher passt das einigermaßen. Bin jetzt mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass Hamburg ist tatsächlich noch geschafft, in die Relegation zu kommen. Das ist halt bitter für Freiburg gerade. Wenn man so denkt, ja gut, gewinnt gegen Bayern, ist dann durch, weißt du. Und verlierst am letzten Spieltag in Hannover. Weil Karaman sich auf einer Torauslinie durchsetzt wie der letzte Hampelmann. Ja, dann passiert halt sowas. Also bitter auf jeden Fall für Freiburg, gut für Hamburg. Mal sehen, was in der Relegation passiert. Ich kann mir vorstellen, dass Lautern ein ziemlich schwerer Gegner werden könnte, wie allgemein. Was noch? Ja, Schalke, brauchen wir glaube ich nichts zu sagen. Was gibt's noch? Wolfsburg Zweiter. Ja. Was ist denn noch? Hertha wird auch drin. Stuttgart ist ganz raus. Haben es tatsächlich mal geschafft, sich endgültig zu retten, was ich ganz gut finde. Morgen in der zweiten Liga mal sehen, wer es dann wirklich in die Relegation schafft oder wer rein muss. Ich glaube Karls, ich glaube ehrlich gesagt, die drei könnten Hamburg sehr gefährlich werden, aber wir werden mal sehen. Ja, was gibt's noch? Oder sonst eigentlich nichts mehr. Das war's jetzt erstmal von diesem ersten Vlog hier auf dem Kanal. Und du darfst dich verabschieden. Schau. Marcel haben wir übrigens alleine gelassen, der ist jetzt noch mit seinen Kollegen unterwegs. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, macht's gut, haut rein und ciao.